Hallo, heute geht es darum, wie man eine fertig erstellte ABC-Liste auch noch kategorisieren kann. Falls du noch gar keine ABC-Liste erstellt hast, dann schau doch mal das Video Nummer 2 in dieser Playliste an. Ich verlinke oben und unten in der Beschreibung dazu. Ich habe hier eine ABC-Liste zum Thema Schokolade ausgedruckt. Die ist fertig konsolidiert und hat jetzt ziemlich viele Begriffe da drin. Und wenn ich diese jetzt kategorisieren möchte, dann schaue ich da mal über die Begriffe und ich überlege mir, in welche Kategorien könnte ich denn diese Begriffe einordnen. Es hat sich bewährt, da 3 bis 5 Kategorien zu wählen. Ich habe mich jetzt für folgende entschieden: Kakaobaum, Ernte, Schokoladenverarbeitung, Zutaten und Transport. Und ich gebe jetzt da jeder Kategorie eine eigene Farbe. So. Und wenn ich das gemacht habe, dann beginne ich jetzt, die Begriffe in diese Kategorien einzusortieren. Also alles, was jetzt mit Kakaobaum zu tun hat, also mit der Pflanze selbst, das würde jetzt bei mir grün angestrichen. Vielleicht finde ich später dann doch noch mehr, die auch grün werden. Ich gehe jetzt mal zu Ernte. Alles, was mit Ernte zu tun hat, also bis und mit dann die Kakaobohnen dann transportiert werden, das würde jetzt alles orange werden. Da wird mit Bananenblättern abgedeckt zum Beispiel. Das wird, das ist dann Verarbeitung in der Fabrik. Fermentation passiert dann nach der Ernte. Das gärt bei der Fermentation. Ihr seht also, ich gehe da durch die ganzen Begriffe durch und markiere mal. Meistens mache ich es dann am Schluss noch einmal und überlege bei denen, die noch übrig sind, ob sie nicht doch noch in eine der Kategorien passen. Wenn ich das mache, dann überlege ich mir jedes Mal noch einmal ganz genau, in welche Gruppe es gehört. Das heißt, ich überlege eben nochmal, ich festige mein Wissen nochmal. Wenn ihr das mit anderen austauscht, werde ich auch mit dem Wissensaustausch noch einmal das ganze Thema vertiefen. Es ist also ein nochmal in die Tiefe gehen und das Ganze nochmal verarbeiten und in dem Sinne festigen und noch besser lernen. Manchmal passiert es auch, dass ein Wort in 2 Kategorien passt, wie beispielsweise hier Qualitätskontrolle. Das könnte ich jetzt in die Schokoladenverarbeitung, also wenn die Qualität eben in der Fabrik nochmal kontrolliert wird, oder auch bei der Ernte einfärben. Und wenn das so ist, dann mache ich das halt einfach mit beiden Farben. So, das ist meine fertig kategorisierte Liste nach meinen 5 Kategorien, die ich gewählt habe. Es wären auch ganz andere Kategorien oder weniger Kategorien möglich. Was ich jetzt noch machen könnte, ich schaue mir die Begriffe ein, die jetzt quasi noch übrig geblieben sind. Und da fällt mir auf, dass ich ganz gut noch eine 6. Kategorie machen könnte, nämlich eine mit den Schokoladenpionieren, wie zum Beispiel Daniel Peter, Jean Dobler und so weiter. Also das könnte ich jetzt noch machen und dann einfach das noch umsetzen. Man kann ABC-Listen ja zu jedem erdenklichen Wissensthema erstellen. Ich finde es aber gerade so gut, wenn man mal über gewisse Themen nachdenkt. Man könnte ja zum Beispiel mal eine schreiben zum Thema Freundschaft oder Familie oder eine Dankbarkeitsliste in dieser Zeit jetzt. Wofür kann ich in dieser Krisenzeit dankbar sein? Das hilft, den Fokus auf das Positive zu richten. Vielleicht erstellt ihr ja auch eine.
Und sonst sehen wir uns morgen wieder. Dann geht es um das Thema Visualisieren mit einer Lerngeschichte. Damit kann man ganz leicht lernen. Bis dann. Tschüss.